Leute, so, wir sind wieder da beim nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Im letzten Teil haben wir, wie ich das mal eben zeigen kann, in der Safari-Zone, die hier über uns liegt, die Surfer geholt, den wir dann unserem unserem Relaxo beigebracht haben. Weil ich es einfach cool finde, dass Relaxo surfen kann. Und sind jetzt auf dem Weg zur Arena. Und ich hoffe, dass ich in dieser Folge die Arena durchkriege. Ich weiß nämlich nicht, wie krass er hier mit seinen Pokémon ist. Haben wir nochmal. Oh, der Sprung war nicht beabsichtigt. Haben wir nochmal hier irgendwie einen Hinweis? Fuxania aus City Pokémon. Janine ist die Trainerin. Okay. Gift Ninja Meisterin. Ja, und wir kennen es und lieben es. Unsichtbare Wände sind hier überall zwischen verstreut. Hier so ein komischer, gubbliger Geselle. Ja. Okay, sie will uns also mit Statusveränderungen plätten. Deshalb würde ich am liebsten Nidoking einsetzen. Nidoking ist zwar selber Gift, aber kommen wir denn hier durch, Mensch? Ist mir hier an der Seite lang. Hier, der Kollege kennt sich hier schon aus anscheinend. Gehen wir einfach mal nach. Sie steht hier, glaube ich, in der Mitte irgendwo. Sie sehen nämlich alle gleich aus. Und das, ja, so ist das halt. Okay, werden nicht nur Gift-Pokémon eingesetzt. Aber ich verlasse mich sehr stark auf Nidoking. Aber irgendwie bringt das mir nichts. Ich versuche mich hier auf Nidoking und Gluak zu verlassen einfach. Ja. Mit Psycho-Pokémon habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Wenn die mir hier sagen, das ist eine Gift-Arena, dann rechne ich nicht mit Mypno. So. Weg mit diesem Traumato-Scheiß. Und das ist auch noch Kadabra. Okay, er setzt Voraussicht ein und sieht, er ahnt eine Attacke. Psychokinese. Ja, und jetzt wechsle ich mal lieber aus gegen Relaxo. Ich denke mal, Relaxo kann ordentlich was einstecken. Der dürfte diese Attacke. Ja, der hält ordentlich was aus, der Kollege, aber ich glaube, ich bin zu langsam. Ah, er benutzt aber wieder seine Future Sight, also selbst schuld. Und Kampf gewonnen. Ja, das fängt natürlich gut an. Darf ich mal eben ins Pokémon Center rennen? Gut, dass das Pokémon Center direkt hier nebenan ist. Mein Membership dürfte uns eigentlich auch noch ordentlich XP bringen. Also eigentlich habe ich gehört, dass ich hier doppelt fast oder 50% mehr XP kriegen soll durch Membership. Kann ich natürlich nicht drauf verzichten. Komm her, du Alte. Ich bin auch nicht Janine. Wetten? Ja, und besiegt mich und du kriegst einen Hinweis. Da haben wir wieder ein Hypno. Beziehungsweise die Weiterentwicklung von Traumato. Ja. Wir haben nichts Effektives gegen Psycho dabei. Das wäre auch nur der Geisttyp und der Unlichttyp. Body Slam. Komm schon, Body Slam. Drachenklau. Versuchen wir es mal. Satan, irgendwie habe ich das Gefühl, ich glugger hier ab. Flame Burst macht noch weniger Schaden. Flügelschlag auch. Ja, fantastisch. Quappo brauche ich gar nicht einsetzen. Der ist genauso wie Nidoking schwach gegen Psycho-Attacken, weil er Kampf ist. Und Psycho-Gift und Kampf überlegen ist. Gigasauber. Ach ja, super. Und ich habe natürlich hier auch noch eine Pflanze mit Gifttyp. Die. Ja. Unterlegen ist gegen Psycho-Pokémon. Aber hier hat die Psycho keine Chance gegen Stahl. So, und jetzt machen wir ihn platt. Okay, Leute, ich glaube, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Nämlich auf, ich mache die Arena hier, die Leute hier fertig. Ich weiß ja, dass hier in der Mitte Janine steht. Und wenn ich die Leute hier zur Schnecke gemacht habe, dann werde ich wohl
Ja, dann werde ich wohl trainieren müssen. Und leider geht das, obwohl eigentlich schon, das geht im Raum von Geist und Zeit sozusagen. Ihr kriegt davon nichts mit, vom langweiligen von links nach rechts Gerenne im Gras. Das mache ich dann wieder per Zeitsprung. So, dass ihr hier nicht langweilig mitkriegen müsst. Okay, sie hat 4 Pokémon, das heißt, dieses Traumauto dürfte nicht so krass überlegen sein. Auch kritisch muss ich treffen, damit ich so viel abziehe. Das ist natürlich toll. Geklatscht. Noch ein Traumauto, wunderbar. Versuchen wir mal mit Schlitzer. Wir kämpfen bis zum letzten. Sendkopfstoß. Die haben alle Sendkopfstoß, mehr haben die gar nicht. Magneton natürlich. Donnerblitz. Gut, der haut rein. Und Hypno, wunderbar. Kritischer Treffer. Da geht komplett daneben, ha? Also ich sehe, Magneton scheint hier für mich eine richtige Rolle in der Arena zu spielen. Weil er gegen Psychoattacken immun ist, aber was hat sie denn für Pokémon, wenn es hier eine Psycho-Arena ist und nicht eine Gift? Ich meine, die hat... Nehme ich jetzt an Janine zurück. Kogga weiß ich noch, der hatte irgendwie... Der hatte doch nur Gift, Slimog und Smogmog und... Irgendwie sowas. Und sie hat, glaube ich... Also ich glaube, sie hat, wenn ich jetzt hier das so angucke, sie hat auf jeden Fall ein Hypno, dann vielleicht so ein Simsala und... Ich glaube, sie hat auch ein Omod. Dieses Käfer-Psycho-Gerät. Ja. Schaffen wir die letzte alte noch mit meinem angeschlagenen Team? Wenn wir Magneton wieder ein bisschen aufpäppeln, vielleicht. Fangen wir mit Relaxon. Ja, ich bin nicht Janine. Besiege mich und ich gebe dir einen Hinweis. Oh, Relaxo. Zeig mal, was du drauf hast. Body Slam. Body Slam. Einen Zen-Kopfstoß müssten wir noch überstehen. Ja, so muss er doch sehen. 52.000 XP, das ist nicht verkehrt. Können wir hier noch eine Attacke landen? Nö, Schlammbombe und wir sind weg. Oh, einen können wir natürlich... Oh, hätte ich mal... Ja, dann versuche ich natürlich jetzt mal... Hätte ich mal Erholung eingesetzt. Haben wir noch etwas Stärkeres als ein Supertrank? Egal. Versuchen. Gaming Ranger has used a super potion to Snorlax. Jetzt aber schnell schlafen. Und voll geheilt, Junge. Und jetzt können wir mit Schnarcher weitermachen. Schnarcher macht nicht den Schaden, aber egal. Aber so, denke ich, kriegen wir Arbok noch platt. Er ist aufgewacht. Ach, Bauchtrommel, nee, danke. Dasselbe wie bei Quapuzzi, wir verlieren die Hälfte unserer Lebenspunkte. Okay, Janine steht direkt vor uns, aber ich denke, Janine werden wir nicht packen, so wie das Team jetzt gerade aussieht. Deshalb mache ich jetzt eine kleine Let's Play Päuslein. Ein kleines Let's Play Päuslein. Und werde mir... meine Pokémon ein bisschen aufpäppeln. Okay. Hab noch einen netten Evening.
So Leute, an dieser Stelle sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich meine Pokémon ein bisschen hochgelevelt habe, damit wir dann auch Janine in den Hintern treten können. Und wir setzen einen kleinen Zeitsprung ein. Bis gleich, wir sehen uns, es geht los. So Leute, wir sind wieder da mit dem nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Ich habe mich beim letzten Mal verabschiedet mit dem Kommentar, ich will jetzt trainieren, will jetzt mein Team ein bisschen stärker machen, damit ich hier mir den fünften Orden auch holen kann. Wir haben nämlich im letzten Mal, beziehungsweise im vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr wann genau es war, uns den Regenbogenorden geholt und habe dann jetzt mein Relaxo nachtrainiert. Glurak, Poliwag, Nidoking, Magneton sind alle jetzt auf demselben Stand, nur ich habe hier eine absolute schlechte Stelle gefunden, um mein Gifu zu trainieren, deshalb bleibt das ein bisschen auf der Strecke im Moment, aber das macht ja auch nichts. Dann habe ich gerade mit einem sehr netten, Mitspieler geschrieben, dem Demontis, der hat sich meinen Kanal angeguckt und hat mir Feedback, positives Feedback gegeben, hat mich dann abonniert. Dann an der Stelle vielen Dank, Demontis, dass du meinen Kanal abonniert hast. Ich versuche, möglichst das interessant zu halten und irgendwie weitere Inhalte zu bringen. Kein Ding. Er macht sich jetzt Gedanken, dass er mich beim Let's Play stört, aber ich habe ihm gesagt, schreib ruhig mit mir, das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Ich habe ein bisschen mehr zu erzählen und langweile hier nicht rum. So, wir sind in der Arena. Und ich habe mich hier schon ein bisschen vorwärts gekämpft, bin schon bis zur letzten Illusion, sag ich mal, von ihr gekommen. Jo, er hat recht, schauen eh nicht so viele zu. Und jetzt weiß ich ja natürlich, dass das hier die echte Janine ist. Und mit wem soll ich denn anfangen? Also Magneton und Nidoking sind eigentlich meine Trumpfkarten bei der Geschichte. Weil Magneton sehr gut gegen Gift und Psycho reagiert. Nidoking nicht so gegen Psycho, aber besser gegen Gift. Ja, und anfangen möchte ich nicht mit einem von den beiden. Und Relaxo scheint mir eigentlich eine ziemlich robuste Wahl zu sein. Er hat von mir nochmal ein paar andere Attacken verpasst gekriegt. Beim Leveln hat er noch was gelernt. Nämlich mir eine sehr nützliche Attacke, eine Unlichtattacke namens Knirscher auf Deutsch. Die dürfte mir gegen die Psycho-Pokémon sehr helfen. Und dann haben wir hier Body Slam. Dann hat er eine Heavy Slam-Attacke gelernt. Das ist eine Stahlattacke, die je nachdem wie leicht der Gegner ist, im Gegensatz zu Relaxo mehr Schaden verursacht. Und Surfer kann auch. Relaxo sehr vielseitig und ich glaube, ich fange mit dem Dickerchen mal an. Ich bin enttäuscht. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich mache nur einen Scherz. Ich bin der Real Deal, die Janine vom Fuchsania, von der Fuchsania Arena. Das bin ich. Alles klar. Und wir fangen an mit X-Part. Okay. X-Part. Jetzt habe ich schon in den letzten Parts immer gesagt, X-Part, Magneton ist das perfekte Konter-Pokémon für X-Part. Also auch dementsprechend für Crobat. Er kann uns nicht wirklich was anhaben. Und wir dürfen ihn mit unserer Donnerwelle ordentlich aus dem Leben pusten. So, jetzt haben wir ihn erstmal paralysiert, das heißt, wir sind zuerst dran. Und okay, er hält echt nur eine Attacke aus. Alles klar. Wer kommt als nächster? Smogon. Gut, Smogon. Gegen Smogon hätte ich nämlich auch gerne Magneton eingesetzt. Nidokings Attacken machen da keine Wirkung, weil er Schwebe wahrscheinlich als Fähigkeit hat. Ja, dann versuchen wir es doch einfach mal mit Donnerblitz. Und er kann uns nicht wirklich was anhaben. Er kann seine ganzen Giftattacken nicht bringen. Und wir pusten ihn mit. Na, hm? Doch, wir pusten ihn aus dem Leben mit der Attacke. Und kriegen 60.000 Erfahrung. Und er hat noch so ein Kamel. Okay. Ja, das sieht schlecht für uns aus. Haben wir irgendwas Gutes zum Heilen? Aber eigentlich mag ich dieses ganze Item Geduse nicht. Gerade in Fuchsania Arena Kampf gegen den Leiter. Gegen die Leiterin, Entschuldigung. Nicht, dass man mich hier für sexistisch hält. Ich versuche es mit Donnerblitz. Er wird uns wahrscheinlich mit... Oh, wir sind schneller als dieses Smogon, aber langsamer als das alte Smogon. Und es ist paralysiert und... verdammt nochmal. Gut. Nidoking, wie gesagt, bringt nichts. Dann mache ich mal als nächstes Quapuzzi rein. Quapo rein, Entschuldigung.
Quapo dürfte wesentlich schneller sein. Wir versuchen es mit Surfer. Dürfte jetzt nicht den Mörderschaden machen. Und wir sind vergiftet. Aber ein Body Slam und die Sache ist geritzt. Wen hat er da noch? Ariados. Okay, super. Finde ich gut. Habe ich kein Problem mit Ariados. Er setzt Giftschlag ein. Und das Gift sollte uns den Rest geben. Gut. Ariados. Käfer-Gifttyp. Glurak. Absolut erste Wahl. Und Glurak hat beim Leveln freundlicherweise Flammenwurf gelernt. Auf die Attacke habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt können wir endlich richtig Damage dealen. Und Ariados frisst die Feuerwelle und geht unter wie nix. Und da haben wir genau das gleiche Thema. Ein Käfer-Gifttyp. Und Flammenwurf dürfte uns eigentlich ordentlich weiterhelfen. Und es übersteht sogar eine Attacke. Ich bin beeindruckt. Und nochmal. Und wir haben... haben Janine besiegt. Wir haben uns den 6. Orden gesichert. So, so, stark. Als Beweis deiner Sieges gebe ich dir das hier, den offiziellen Pokémon-Liga-Orden. Ich habe den Soul-Badge erhalten. Das macht deine Pokémon viel kräftiger. Jetzt muss ich gleich meinem neuen Freund erzählen, dass ich gewonnen habe. Gewonnen. Okay, Leute, das war nicht der schwerste Kampf. Ich bin aber auch echt gut vorbereitet reingegangen. Relaxo dackelt mir hinterher, fleißig und dick. Kleiner Sprung auf Sakani, eben ins Pokémon-Center. So, und jetzt mit dem Seelenorden haben wir neue Möglichkeiten. Und zwar GZ, thanks. Jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Wir können jetzt... Er macht gerade Boss-Battles. Wir können jetzt nach Saffronia City dürfen wir rein. Jetzt macht das ja keinen Sinn, die Route zurückzugehen hier. Wir gehen jetzt hier raus. Jetzt weiß ich nur nicht, das ist eigentlich eine Fahrradstrecke. Muss ich da unbedingt ein Fahrrad haben, um da durchzukommen? Oder geht das... Weil, wenn wir jetzt vom logischen Standpunkt ausgehen, müsste das mit einem Arcani mindestens genauso gut funktionieren wie mit dem Fahrrad. Siehst du? Ich hole mir lieber ein Fahrrad. Dann frage ich mal direkt meinen neuen Freund. Hey Demo. Weißt du, wo ich ein Rad herkriege? Ja, wo kriege ich denn jetzt wohl ein Fahrrad her? Normalerweise... Oh. Okay, Leute. Wir haben wieder die Verbindung zum Server verloren. Ja, das Spiel macht uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Das, ja gut, dann war es das von diesem Part, ne? Beziehungsweise setz ich ihn fort und dann mache ich Ende. Ne, Leute, das war's von diesem Part. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Wir haben die Arena kurz gerockt und das wird halt der kürzeste Part, den ich jetzt bis jetzt für euch aufgenommen habe. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Game Ranger.